Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und habe ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein schickes Toy, was wir aus Berufungskisten rausbekommen können. Und zwar hat Blizzard da ja mit Patch 9.15 insgesamt 4 neue eingefügt. Eins habe ich ja euch schon gezeigt aus der Bastion von den Kyrianern. Und jetzt haben wir das nächste einmal hier aus dem Ardenwald und zwar von den Nightfee. Dieses Toy Glitzerflügel könnt ihr aus den Berufungskisten rauskriegen. Einmal ist das die blaue Kiste, Gabel der Wächter des Hains und dann einmal Tribut der wilden Jagd. Das ist die epische Kiste. Wer jetzt nicht weiß, was die Berufungsquests sind, das sind diese täglichen Aufgaben, die wir in jeweils einer Zone abschließen muss. Gerade habe ich hier tatsächlich nochmal eine offen, da musste ich einfach so einen Balken im Ardenwald auffüllen mit Kisten, Rares und World Quests abschließen. Das gibt es aber dann auch, wenn ihr zum Beispiel 3 World Quests einfach nur abschließen müsst und diverses anderes Gedönse. Wichtig ist bloß, dass die Kiste halt von der, von der Nightfee-Fraktion hier ist. Ihr könnt dieses Toy mit jedem Covenant kriegen, also es ist egal, ob ihr Nightfee seid oder ob ihr Necrolord seid, Ventir, Kyrianer, das ist vollkommen egal. Ihr habt da mit jedem Covenant die Chance, dementsprechend das zu bekommen. Mit der Nutzbarkeit sieht es ein bisschen anders aus. Und zwar, können wir es mal hier angucken, kann nur von Mitgliedern des Pakts der Nightfee oder jemanden verwendet werden, die bei den Nightfee Ruhmstufe 80 erreicht haben. Heißt, wenn ihr das gelernt habt, könnt ihr das nur mit Nightfee Chars einsetzen. Oder ihr habt mit eurem Main oder je nachdem mit eurem Twink dann die maximale Ruhmstufe bei den Nightfee erreicht und seid dann geswitcht, dann könnt ihr es immer noch einsetzen. Ja? Aber das sollte ja im Laufe der Zeit bei den meisten Chars kein Problem sein. Ich würde sagen, wir gucken es uns jetzt mal an. Zur Drop-Chance kann ich leider noch nichts genau sagen. Auf WoW haben wir da noch keine validen Daten zu. Ich habe jetzt vielleicht mit 3-4 Chars hier ein paar von den Kisten gemacht. Ich glaube, vielleicht 10 Kisten habe ich vielleicht jetzt von den Nightfee in der Zeit gefarmt gehabt. Da war es drin. Ich vermute mal, das wird irgendwas zwischen 1 und 10% Drop-Chance haben. So wie die anderen Berufungskisten, Toys auch. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die Glitzerflügel an. Dazu lernen wir sie mal. Und dann gucken wir mal rein. Hier bei den Gelernten müssen wir natürlich rein. Glitzerflügel da. Nee. So, hab mich vertippt. Hier haben wir die Glitzerflügel. Testen wir sie einmal und ihr seht, wir haben jetzt hinten dran so Flügel. Wir klicken jetzt mal die Shadow-Gestalt weg, dass wir es ein bisschen besser sehen. Und ihr seht schon, hier haben wir quasi so ein bisschen durchsichtige Flügel, die auch relativ nett leuchten. Und jetzt seht ihr auch meinen super Transmog, was wir uns letztens im Stream zusammengebastelt haben. Genau. Also ihr seht, sieht auf jeden Fall cool aus. Das Ganze hat 5 Minuten Abklingzeit. Und hält 3 Minuten lang, also sprich, man kann es leider nicht durchgehend drauf haben, aber eine coole Sache. Und ja, für den einen oder anderen Char ist es bestimmt ein nettes Transmog-Gedöns, was man sich da noch hinten drauf basteln kann. Gut, damit wären wir eigentlich am Ende von dem kleinen Video. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr genauso viel Glück habt wie ich. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Toy Guide wieder. Euer Chilla, bis dann, ciao.